ja potztausend und wie hause ich? Hallo liebe Leute, ich bin immer noch sehr glücklich, denn das war doch ein Anfang auf dem Weg, mein Gedächtnis wiederzufinden. Dieses Gefühl, dass ich schon mal etwas erlebt hatte. Aber die Reise wird weitergehen und jetzt bin ich umso zuversichtlicher, dass das alles zu einem guten Ende führen wird. Gut, wir waren in der Holzklasse. In der Holzklasse, mein Gott. Und jetzt kommt etwas Neues. Wir sind hier im Wolkenschloss-Hotelzimmer. Und ich habe mich wieder informiert. Also es war so, die Übertragung ging ja nicht weiter. Diesmal kam ein Butler, so eine Art Butler oder so an und das konnte ich nicht euch jetzt präsentieren. Ich war noch zu aufgeregt, was ich erlebt hatte. Und der hat mir erzählt, was das hier ist mit dem Wolkenschloss-Hotelzimmer. Das ist das zweitteuerste Hotelzimmer in der ganzen Anlage. Und das wollen wir doch jetzt mal besichtigen. Das ist ja das zweiteuerste Zimmer in der ganzen Anlage. Na, das kann ich sehr gut verstehen. Das Bett ist aufgebockt und man hat einen Blick. Ja, potztausend! Und wie hause ich? Dort, wo mein Schicksal begonnen hat. Ja, aber ich will nicht neidisch sein, denn ich habe doch so etwas Großes vor. Boah, das zweiteuerste Zimmer im ganzen Hotel. Liebe Leute, das ist, ja, also bei dem Zimmer muss ich wirklich die Türen schließen. Wenn der Mensch zurückkommt, der hier haust, der ist ja wie ein, also Prinzessin auf der Erbse, der würde daran sehr groß Anstoß nehmen. Aber gut, jetzt will ich da nicht weiter die Sache ausführen. Also, wir waren im Wolkenschloss-Hotelzimmer und es hat sich wirklich gelohnt, denke ich. Und das nächste Zimmer ist dann wieder einen neuen Teil wert. Alles Gute bis dahin. Tschüss.